Der Mensch hat im Laufe der Zeit viele Reisen unternommen. Aber es gibt eine Reise, die noch nie jemand unternommen hat, außer einer Person. Auf einem Transportmittel, das noch nie ein Mensch genutzt hat. Auf einem Weg, den nie eine Seele erblickt hat. An einem Ort, den noch nie zuvor ein Geschöpf betreten hat. Es war die Reise eines Mannes, um dem Befehl seines Herrn nachzukommen. Es war die Reise des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum höchsten Himmel. Es war die Reise des Al-Isra wal-Miraj. Auf dieser Reise führte Allah subhanahu wa ta'ala seinen geliebten Propheten in den siebten Himmel. Einem Ort, den nicht einmal Jibril alaihi salam betreten konnte. In der Mission des Propheten auf Erden wurde jede Anweisung, jedes Gebot durch den Engel Jibril alaihi salam an Muhammad sallallahu alaihi wasallam übermittelt. Aber es gab ein Gebot, das Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht über Jibril alaihi salam übermittelte, sondern er subhanahu wa ta'ala teilte es ihm direkt mit. Und das war das Gebet. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal den Befehl zum Beten erhielt, sollten es 50 Gebete am Tag sein. Nachdem er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hatte, es einfacher zu machen, wurde das Gebet schließlich auf 5-mal täglich reduziert. Mit dem Lohn von 50. Du betest 5-mal am Tag, wirst aber für 50 Gebete belohnt, subhanallah. Stell dir für einen Moment vor, dass du 50-mal am Tag beten müsstest. Wir wären wohl kaum in der Lage, noch etwas anderes zu tun. Wir wären den ganzen Tag nur mit dem Gebet beschäftigt. Und doch leben wir so, als hätte Allah subhanahu wa ta'ala 50 Gebete verlangt. Das Gebet ist etwas, das wir in unseren Tag hineinquetschen, wenn wir Zeit finden. Wenn wir am Lernen sind, ist das Gebet ein flüchtiger Gedanke. Wenn wir shoppen sind, ist das Kaufen neuer Sachen oftmals wichtiger. Wenn wir im Urlaub sind, haben wir sowieso keine Zeit dafür. Wenn wir den eigentlichen Zweck unserer Existenz beiseite legen, um erstmal Spaß zu haben, dann machen wir etwas falsch. Dann sind wir nicht auf dem geraden Weg. Dann sind wir auf dem Weg ins Höllenfeuer. Was viele von uns über das Gebet nicht wissen, ist Folgendes. Kein Gelehrter hat jemals die Meinung vertreten, dass Zina dich zu einem Ungläubigen macht. Kein Gelehrter hat jemals die Meinung vertreten, dass Diebstahl, der Konsum von Alkohol oder Drogen dich zu einem Ungläubigen macht. Kein Gelehrter hat behauptet, dass Mord dich zu einem Nichtmuslim macht. Aber was das Gebet betrifft, so haben einige Gelehrten gesagt, dass derjenige, der nicht betet, kein Muslim sein kann. Dies wird auf der Grundlage von dem Hadith gesagt, der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Dies ist zwar nicht die Meinung der Mehrheit, offenbart uns aber umso mehr die Wichtigkeit des Gebets. Das Gebet ist das Erste, worüber wir am Tag des Gerichts gefragt werden. Und doch ist es das Letzte, woran wir denken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Erste, worüber am Tag der Auferstehung unter den Menschen gerichtet wird, ist das Gebet. Auch berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala über die Höllenbewohner. Was hat euch in Saqar gebracht? Sie sagen, wir gehörten nicht zu den Betenden. Wie viele von uns werden zu denen gehören, die sagen, wir gehörten nicht zu den Betenden? Es gibt einige, die behaupten, dass sie keine Zeit haben auf der Arbeit, in der Uni oder wenn sie unterwegs sind zu beten. Aber wie viele haben jemals gesagt, dass sie keine Zeit haben, auf die Toilette zu gehen? Wie viele von uns haben einfach keine Lust, zu Fajr-Zeit aufzuwachen? Die Wahrheit ist, dass wir aus dem Bett steigen, den Unterricht verlassen oder die Arbeit einstellen, um das Badezimmer zu benutzen, aber nicht zu beten. Es klingt komisch, aber die Wahrheit ist, dass wir die Bedürfnisse unseres Körpers über die Bedürfnisse unserer Seele stellen. Wir geben unserem Körper das, was er braucht. Wenn wir es nicht tun, würden wir sterben. Aber unsere Seele hungert, wenn wir nicht beten. Unsere Seele stirbt, wenn wir nicht beten. Und ironischerweise ist der Körper, dem wir mehr Bedeutung geben, nur etwas Vorübergehendes, während die Seele, die wir vernachlässigen, ewig ist.